Na, hallihallo, herzlich willkommen, hereinspaziert. So. Ah ja, hallo Hund. Ja, Begrüßungskomitee ist auch da. Herzlich willkommen zum wahrscheinlich meist angefragten Video des Jahres 2021. Roomtour unserer Wohnung hier in Berlin. Roxy ist hinter der Kamera, du darfst hallo sagen. Hallo. Pino ist total aufgedreht, weil die checkt nicht, was passiert. Alles gut. Willkommen im Eingangsbereich. Das hier ist der Flur. Man kommt hier rein, kann gucken, oh, sehe ich noch gut aus? Nee, okay, aber das ändert nichts. Hier ist unsere To-Do-Liste. To-Do. Okay, gut. Ja, die ist gerade leer, alles abgearbeitet, wie sich das gehört. Maus, willst du noch irgendwas hierzu sagen? Oder? Smartest Pokémon. Ja, das ist ein Pokémon und das mag Roxy. Der Malz ist auch immer am Start, ganz wichtig. Und der Matthias, der ist auch immer am Start. Ja, was soll ich sagen? Ist ein Eingangsbereich. Schuhe und Utensilien, Jacken, To-Do-Liste. Okay, nächster Raum. Gehen wir erstmal zu Tür Nummer 1, dem Schlafzimmer. So, hallo Pino. Hereinspaziert, willkommen in unserem Schlafzimmer, / Roxys Arbeitszimmer. Wir mussten uns da ein bisschen einteilen, Platz ist limitiert hier. Euch wird in dieser Wohnung auffallen, hier zum ersten Mal. Es ist einfacher zu zählen, was hat Roxy nicht per Hand selbst gebaut, als was hat sie gebaut, weil es ist wirklich alles handmade. Props gehen raus, ey, ich habe keine Ahnung, wie du das machst. Auf Roxys Kanal erklärt sie einiges von den Sachen, die sie selbst gebaut hat. Angefangen bei diesem Bett. Das ist tatsächlich handgemacht. Hier unten drunter ist nämlich Lagerraum, das kann man aufmachen und darunter ist dann Bettwäsche und was man halt so nicht braucht. Wir haben einen Keller, wir haben eine Abstellkammer, aber man braucht halt trotzdem Lagerplatz. Deswegen sau cool. Du kannst einfach unter dem Bett Sachen verstauen. Hier ist eine Treppe und diese Treppe hier ist wunderbar dafür. Pino, geh mal auf deinen Platz. Gut, wenn sie Bock hat, dann springt sie. Ansonsten hat sie hier eine Treppe, ist halt schon dafür ihre Gelenke. Wie tatsächlich in jedem Raum in dieser Wohnung befindet sich auch hier eine Alexa. Spiel. Ja, ist ganz cool. Ja, hier ist überall noch schöne Belichtung. Das seht ihr ja vor allem als Hintergrund für Roxys Livestreams und ihre Videos. Da seht ihr das, glaube ich, alles immer schon ganz schön ausgeleuchtet. Das ist tatsächlich komplett meine Kleidung. Ihr kanntet das aus meiner alten Wohnung in Düsseldorf. Da habe ich den Kleiderschrank im Büro gehabt, weil halt kein Platz war, weil ein, keine Ahnung, 4 Meter langer, 2 Meter riesiger Schrank im Schlafzimmer war. So, deswegen, hier ist alles, was ich brauche. Das ist wirklich komplett all meine Kleidung. Mehr habe ich nicht. Ich habe wirklich mega radikal aussortiert. Das sind einfach alle Hoodies. Hier sind noch mehr Hoodies drin. T-Shirts, Hosen, Socken, Unterhosen und Zusatzstuff. Genau. Und jetzt kommt natürlich ein sehr interessanter Part. Das hier ist nämlich Roxys Arbeitsecke. Eigentlich, da kannst du viel besser was zu erzählen, Maus. Gibt es hier irgendwelche Infos dazu? Warum ist das so hoch und warum sitze ich hier auf einem Barhocker und nicht auf einem Drehstuhl? Ich mag die Höhe tatsächlich. Und wenn ich im Stehen arbeite, dann brauche ich den Tisch nicht hochfahren. Sondern der ist schon in der perfekten Höhe. Da ich sehr klein bin, passt das. Absolut richtig. Ja, das ist das Coole. Ich habe ja einen höhenverstellbaren Tisch. Dazu kommen wir gleich. Wir gehen nochmal ins Büro. Aber das ist schon mal für Roxy super. Im Stehen kann sie arbeiten oder auch im Sitzen. Auch alles handgebaut, hier aus irgendwelchen Regalen und so weiter. Tischplatte drauf montiert und selbstgemachter Schreibtisch ist da. Alles hier an der Wand montiert. Da sind noch Schallschutz-Isolationsdinge auch an der Decke oben dran. Die sind dafür da, damit es halt trockener klingt hier im Stream. Ja, das ist hier alles dein liebevoll eingerichtetes Zeug. Da kann ich wenig zu sagen. Das ist eine Gitarrele, eine Mischung aus Ukulele und Gitarre. Die kann man normal spielen wie eine Gitarre. Never gonna give you up. Never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Und so weiter. Genau, dann ist hier eine Ukulele daneben, die spielt Roxy. Ja, ich fühle mich wie so ein dicker Typ aus Hawaii. Rest in peace. Okay, und sonst ist da noch eine Kalimba. Kann ich mich hier drauflehnen auf den Tisch? Nee, ne? Doch. Echt? Wie fest hast du den anmontiert? Stabil. Ja, das ist eine Kalimba, die ist dafür da, um das Outro von jeder Folge Avatar Herr der Elemente zu spielen. Okay. So, ich stelle dich hier erstmal hin. Ich habe keinen Bock wieder zu klettern. Setz meine Frisur überhaupt. Gucken wir mal in unserem riesig großen Spiegel. Ja, doch. Doch, aha. Was hier auch ganz interessant zu erwähnen ist, ist der Boden. Das sind nämlich hier Sportmatten. Hier kann man nämlich wunderbar mit genau diesem Tuch hier Luftgymnastik machen und so. Das ist Roxys Ding, ich habe da keine Ahnung von. Und auch das hier hat Roxy komplett selbst gebaut. Ein Cappy-Regal für meine ganzen Cappies, inklusive Licht mit allem drum und dran. Wunderschön. Also wirklich Dankeschön, Maus, dafür. Hier ist noch Roxys Schminkenke, die ist auch ganz wichtig zu erwähnen, weil aus irgendeinem Grund steht die nicht im Bad, so wie ich das sonst immer kenne, sondern die macht immer den hier. Ja, keine Ahnung.
Ist doch viel angenehmer. Ah ja. Ja, sonst ganz normale Stream-Ausrüstung hier, Stream Deck, Audio-Interface, das gleiche Mikro mit dem gleichen Stativ wie bei mir auch. 1:1 identisch. Webcam und Ringlicht hast du hier zur Beleuchtung. Und ich glaube, keine Ahnung, gibt es hier noch was Interessantes zu erwähnen? Deine Autogrammkartenwand? Die Box. Ah ja, die ist wichtig. Ja, richtig. Roxy, die Overwatch, professionelle Zockerin hier. Und Autogrammkartenwand, ganz wichtig, Roxys eigene neue Autogrammkarte. Guck mal. Ah ja. Ja, genau. So, Pino, kannst du dich vielleicht beruhigen oder so? Die labert mir dazwischen, die will auch mitkommentieren. Na gut, lass uns ins nächste Zimmer gehen und diese Roomtour weiter fortsetzen. Ja, völlig spannend. Hier ist Pott, Zähne putzen, auf Klo gehen, duschen, baden. Wäsche waschen. Ich weiß nicht, was sagt man zu einem Bad? Hier sorgen wir dafür, dass wir nicht stinken. Also manchmal schon, aber manchmal. Okay. Bei meinem Flur habe ich Mühe reingesteckt. Ich habe extra Bäume gekauft. Also nochmal Gesamtüberblick. Wohnungstür, hier kommt man rein. Auf der Seite befindet sich direkt das Schlafzimmer. Da befindet sich das Bad. Und wir gehen jetzt rüber in einen meiner absoluten Lieblingsparts an dieser Wohnung. Und zwar die von Roxy komplett selbst gebaute Küche. Das ist nämlich super intelligent. Ich würde sagen, du kannst einmal von der Seite. Genau. Ihr seht, offene Küche und auch hier wieder Made by Roxy. Das hier, diese ganze Rückwand, hat sie einfach selbst gebaut, weil das war eine offene Küche, aber sie wollte das hier so mit Pseudo-Kochinsel und allem drum und dran. Und damit ihr Kühlschrank, Herd, Ofen und so weiter nicht einfach random im Raum rumstehen, hat sie eine Rückwand für gebaut. Mega, mega cool. Respekt, Maus. Also, offene Küche. Hier kann man sehr, sehr cool Koch-Livestreams machen. Das war auch noch meine Idee, dass ich das mal mache. Ich sag euch ein paar Tage vorher Bescheid in meiner Insta-Story, welche Zutaten, welches Rezept. Dann könnt ihr alles einkaufen und dann treffen wir uns zum Livestream und ihr könnt parallel mit mir mitkochen. Und das kann man halt wunderbar hier begleiten. Und dann können wir zusammen essen und verkosten. Mega. Sehr, sehr cooles Prinzip. Ich liebe diese Küche. Gläser, Teller, Tassen und so weiter. Hier unten das ganze Gedöns. Genau, du kannst einmal kurz mit in die Küche kommen, denn ich finde hier ein, zwei Details ziemlich cool. Hier per Magnet befestigt sind nämlich solche Stifte hier, das sind Kreidemarker, also Kreide in organischen Lösungsmitteln. Da kannst du nämlich hier an diese Tafel, da wurde jetzt erstmal ein Kunstwerk drauf gemalt, aber das ist normalerweise unsere Einkaufsliste, also hier kannst du dann wunderbar draufschreiben, das und das gibt es zu kaufen und dann einfach feucht wegwischen und fertig. Mega cool. Kühlschrank, Gefrierfach, keine Ahnung, nicht sonderlich interessantes. Den mussten wir ersetzen, vielleicht habt ihr die Story mitbekommen. Das ist jetzt ein Ofen und eine Mikrowelle, zwei in einem. Das Problem ist, wir hatten vorher einen Ofen mit Pyrolyse-Funktion. Pyrolyse bedeutet, du kannst den Ofen sich selbst reinigen lassen, indem er halt mega heiß aufdreht und alles zu Asche macht. Und dann kannst du es einfach wegkehren, fertig. Ja, Roxy dachte sich so, weißt du was, wir probieren mal die Pyrolyse-Funktion, schaltet die so an, clear. Und diese Scheibe hier war von innen, das ist ja eine Doppelscheibe, und die innere Scheibe einfach komplett zersprungen. Und zwar in dem Moment, wo Roxy gerade hier so war, wie sieht das eigentlich aus? Stell dir vor, das wäre einfach komplett zerbrochen. Wärst du jetzt einfach blind? Wäre ich jetzt einfach blind. Oder halt einfach tot. Das ist alles soweit zur Küche. Ich glaube, das ist alles gewesen, was ich dazu sagen wollte, wa? Boah. Ja. Ich habe über Kopf tapeziert. Ja, Tatsache. Oh, das geht hier komplett runter, stimmt. Richtig. Mit Glitzer, Glitzer, guck mal hier. Mit Glitzertapete. Bling, bling, wa? Hm. Guck mal. Auch schön. Ja, genau. Kommen wir jetzt von der Küche zum Herzstück einer jeden Wohnung, dem Wohnzimmer. Herzlich willkommen im größten Raum dieser Wohnung. Pien, beruhig dich doch. Ist alles gut. Wir machen eine Roomtour. Kannst du dich bitte entspannen? Also, das ist unser Wohn-Esszimmer. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Hälfte hier an. Natürlich erstmal das Herzstück, die viel zu große Couch, die einfach viel zu riesig für diese Wohnung ist. Aber es ist halt einfach absolut chillig. Hier kannst du wunderbar mit 4, 5 Leuten drauf chillen. Wenn Hai da ist mit seiner Freundin und auch noch Marc mit dabei ist, hier kannst du dich wunderbar hinpflanzen, Mario Kart spielen und so. Das ist schon echt nice. Die kann man auch ausklappen und darauf schlafen. Das ist die Couch, die ich mir letztes Jahr voll auf den Fuß drauf gedroppt habe beim Aufbauen und deswegen dann erstmal 6 Wochen keinen Sport machen konnte. Perfekt. Genau, der Fernseher, den kennt ihr noch aus meiner alten Wohnung. Das ist auch noch die Wohnwand aus der alten Wohnung, die Roxy jetzt aber richtig, richtig fett aufgebaut hat. Da gibt es, glaube ich, sehr viele Details, die wir uns da einfach mal angucken können. Da kann es eigentlich einmal rumkommen. Hier ist einmal Pinos Platz hier. Da pflanzt sie sich ganz gerne hin, aber am liebsten sitzt in einer der beiden Ecken oder halt zwischen uns und richtig schön Arsch an Arsch. Beste. Fangen wir erstmal auf der Seite hier an. Da oben ist schon mal das Weihnachtsgeschenk, das Roxy für mich vorbereitet hat. So ein großes Überraschungsgeschenk ist leider nicht mehr, weil ich reingeplatzt bin in ihren Stream, als sie es aufgebaut hat. Aber hier sind haufenweise Wii-Spiele. Hier befindet sich noch ein alter N64. Das ist alles hier von Roxy mit inklusive Controllern und Spielen. Eine alte PlayStation 1 auf Ehrenbruderbasis. Auch noch ein paar Spiele dafür und für die PlayStation Portable, die hier liegt. Und hier sind auch noch Game Boy Color Spiele inklusive Game Boy Color.
Ehre. Was ist da unten drin nochmal? Alle Fluch der Karibik-Filme in einer Kiste, in einer Schatztruhe. In der Schatztruhe, verstehe. Hierauf bin ich tatsächlich mal wieder, so wie auch im letzten Roomtour-Video schon aus der alten Wohnung, super stolz, denn das ist eine alte Stereoanlage von meinen Eltern. Die ist ungefähr so alt wie ich. Und ich habe tatsächlich bei dem Verstärker dafür, da war ich glaube ich ungefähr ein Jahr alt, das war hinter so einer Glastür und ich wollte unbedingt an diesen Reglern spielen, aber ich kam nicht dran wegen der Glastür und habe ich die einfach kaputt geboxt. Habe ich denen nie erzählt, ne? Ich habe die Glastür einfach zersmashed und alles war kaputt, aber dann konnte ich an den Knöpfen spielen. Naja, andere Geschichte. Aber Dankeschön Mama und Papa, die haben mir nämlich die Stereoanlage vererbt. Genau, dann geht es weiter hier hin. Hier befinden sich meine, ich chill auf der Couch und übe nebenher so ein bisschen mit den Karten. Somnium Standard Deck, selbstverständlich hier, das eignet sich dafür natürlich am besten. Und wenn ihr das hier lernen möchtet, das ist nämlich der Judo Flip, dann schaut mein letztes Cardistry Tutorial. Genau. Ja, hier befindet sich wieder eine Alexa. Das hier ist ein Blu-ray-Player mit Fernbedienung, wer hätte es gedacht. Hier ist die Wii, für die die Spiele da oben waren. Und hier ganz wichtig, die Evoli und Pikachu Nintendo Switch. Die wird tatsächlich auch echt jeden Tag benutzt hier. Entweder zocken wir Mario Kart oder Legend of Zelda Breath of the Wild, auch ganz beliebt. Richtig, Animal Crossing, genau. Ja, einfach bei uns auf Twitch ein Follow dalassen, bei Roxy, bei mir. Luigi's Mansion, auch ganz wichtig, dazu kommen wir nämlich gleich. Ja, bevor wir zum dritten Regal gehen, ganz wichtig, dieser Wohnzimmertisch, mal wieder selbst gebaut von Roxy. Das sind nämlich hier so Weinkisten, die sie auf Rollen gepackt hat, einen Griff dran gebohrt hat und Klappdeckel. Hier sind nämlich so Kuscheldecken drin und das hier wird jeden Tag benutzt. Leider, das ist das Wichtigste. Wir haben das hier freundlicherweise die Büchse von Pandora genannt. Hier befinden sich nämlich alle Snacks, Süßigkeiten, Chips und so weiter. Und die ist leider, ich mach sie einfach zu, die ist leider immer voll. Warum kaufe ich dafür immer Nachschub? Genau, da befindet sich noch Verstärker und Subwoofer für die Stereoanlage. Das ist echt, wenn du einmal mit einem guten Sound Filme und Serien geguckt hast, dann willst du halt nicht mehr einfach nur mit den Fernsehlautsprechern. Du bist halt verwöhnt davon, weil es einfach schöner, wenn du besser hast und du hast ein volles Klangspektrum. Hier oben die Somnium-Ecke. Ah, warte mal, guck mal, wir können sogar den hier machen. Das wurde mir zugeschickt von einem lieben Zuschauer aus der Community. Von Chris wurde mir das hier zugeschickt. Das ist wahrscheinlich jetzt überbelichtet, aber das ist einfach das Standbild aus dem Somnium Prestige Trailer. Richtig, richtig cool. Hier ist von jeder Edition ein Halfbrick-Brick-Einzeldeck. Alles hier einmal drinne zur Schau gestellt. Dann ganz wichtig hier, unsere Uniformen für unsere Streams. Meine Tanuki Mario Cap. Ganz wichtig. Ja, genau. Denn ich spiele immer den Tanuki. Und deswegen wird auch, wenn wir uns irgendwann einen zweiten Hund holen, den werden wir dann auch Tanuki nennen. Und hier ist Roxys Ruigi Cap drinne und auch ein Eden Hoodie für ihr Kostüm, wenn sie Luigi's Mansion spielt. Genau, hier ist bis jetzt nur eine Tasse drinne, die habe ich auch von der Community zugeschickt bekommen. Da ist noch eine Somnium Eden Cap, mein Laptop inklusive Kabel, hier ein wunderschöner Stern und das hier ist tatsächlich auch ultra cool. Das kannst du nämlich mit der Switch verbinden und kannst dann auf der Switch Klavier spielen oder auch noch andere Dinge, die hier mit bei sind. Du kannst hier im Haus wirklich spielen, einfach mit Pappe, das baust du selbst zusammen und irgendwie funktioniert es. Frag mich nicht, wie der Mechanismus ist, aber es funktioniert und es ist cool. Dann ganz wichtig, fast schon hier ein Herzstück dieses Wohnzimmers, Roxys DVD-Kollektion. Ihr ganzer Stolz, würde ich mal stark behaupten. Ja, genau. Schon. Ein paar DVDs von mir sind hier auch mit dabei, aber ich habe halt nicht so viele. Aber Roxy ist halt vor allem damals ein absoluter DVD-Sammelfan gewesen. Da gehört einmal alles dazu von Disney. Also das erinnert mich halt voll an meine Kindheit. Das hatten wir halt alles an Videokassetten. Die ganzen Disney-Filme, weißt du? So Aladdin, Toy Story und so. Und das jetzt alles als DVD, schon sehr cool. Und das hier ist eigentlich das Allerwichtigste daran, nämlich alle Staffeln The Office, die es gibt. Das war mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst dieses Jahr. Es muss sein. Thank you! Die gibt es halt weder auf Netflix noch auf Amazon Prime oder sonst wo inklusive zu streamen. Und dann dachte ich, okay, bevor ich die auf Amazon Prime Video als digitales File kaufe, kaufe ich doch einfach die DVD-Box auf Oldschool. Dann habe ich auch was Schönes im Wohnzimmer stehen. Ja, Martin Freeman, Benedict Cumberbatch, ganz wichtig. Benedict ist leider mittlerweile nur noch ein Oberkörper, aber ist okay. Das hat er mir, glaube ich, verziehen. So viel dazu. Das war diese Hälfte des Wohnzimmers. Und jetzt gucken wir uns die zweite an. Ich leuchte euch einmal voll in die Fresse. Genau, hier geht es in den S-Bereich. Hier steht schon unser Tannenbaum. Wir haben dieses Jahr nämlich IQ 300 Move gemacht. Wir haben am Anfang des Dezember, ich glaube am 30. November, habe ich den geholt. Und wir haben hier einfach so ein paar Tütchen gepackt. Als Adventskalender dieses Jahr. In jeder Tüte sind zwei Christbaumkugeln und noch so ein bisschen Süßes zum Snacken für die Büchse von Pandora. Und wir machen einfach jeden Tag ein Tütchen auf, hängen jeweils die Kugeln dran und snacken uns die Süßigkeiten rein. Und am 24. ist automatisch der Tannenbaum geschmückt.
perfekt. Ansonsten ist hier der Essbereich. Hier chillen wir uns einfach hin und essen. Und das Coole ist, wenn du hier auch Besuch hast, du kannst halt wunderbar aus der Küche die Teller hier rausgeben. Zack, 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 machst eine Kette und es ist ganz schnell gedeckt. Und du musst nicht hin und her rennen und Rambazamba, bla bla, sondern es ist halt wirklich sehr chillig und entspannt. Ja, die Adventskerzen hätten wir jetzt anzünden können, aber YOLO passt schon. Ja, hier ist auch nochmal ein bisschen Stuff, Müsli-Gedöns und so weiter, Hundefutter für Pino. Ein paar Bücher und so, ist jetzt, glaube ich, nicht so sonderlich spannend. Ja, und ein bisschen Deko, das gehört auch dazu. Habt ihr euch angeguckt? Okay, gut, können wir weitermachen? Alles klar, lass uns weitermachen. Dann kommen wir jetzt natürlich zum absoluten Highlight. Ich glaube, da hat jeder drauf gewartet. Das ist meiner Meinung nach, sorry Maus, aber es ist der schönste Raum in dieser Wohnung. Also die Küche hast du selbst gebaut, das Bett hast du gebaut, du hast das Wohnzimmer aufgebaut. Kommen wir jetzt zu einem ebenfalls gefühlt komplett self-made Raum, nämlich mein Arbeitszimmer. Hallo Pino. Ja, die haben wir ins Arbeitszimmer gesperrt. Richtig, als Hundezwinger, denn wir sind ganz schlechte Hundehalter. Kommt mit in mein Büro, liebe Freunde. Das kennt ihr ja schon. So, ich würde sagen, wir machen hier mal kurz die Lichter an. Ich zeige euch jetzt hier nicht alles ganz genau im Detail. Welches Gerät, welches Equipment, welches Deck, welches Gimmick. Das habe ich super ausführlich schon in meiner letzten Roomtour gemacht. Das war zwar noch die alte Wohnung in Düsseldorf und da sah alles ziemlich anders aus, aber inhaltlich war es ja das Gleiche. Die verlinke ich euch in der Videobeschreibung, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Aber das dürfen ja die meisten von euch eigentlich schon gesehen haben. Also jetzt nur ganz grob einmal, wie sieht das Büro aus? Hi, Pien. So, willkommen im Büro. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich könnte... Aber du weißt, wo du anfangen sollst, oder was? Hoppi. Ja, super gehört. Okay, fangen wir in der Ecke hier an. 02R, das kennt ihr. Mischpult, Dankeschön, Papa. Dokumente, Drucker, Zaubertricks und Kartendecks, die ich noch auspacken und reviewen möchte und so weiter. Deswegen liegen die hier noch mit auf dem Tisch. Genau, das hier ist mein zweiter Arbeitsplatz. Der ist dafür gedacht, dass ich mein ganzes altes Setup zum Musizieren noch mit aufbauen kann und so. Wenn ich mir mal die Zeit nehme, dann kann ich hier ein bisschen Ramazama machen und das ist nicht alles so überfüllt. Dann kommen wir zum Kernstück des Ganzen. Wenn ihr Interesse an so einem mega stylischen Gaming-Stuhl habt, Link ist in der Videobeschreibung. Dankeschön an Nitro Concepts fürs Sponsoren. Ehrenmenschen. Link ist, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Ja, das hier ist das absolute Zentrum. Hier passiert eigentlich alles. Höhenverstellbarer Tisch, den kennt ihr, dass ich auch im Stehen arbeiten kann. Und hier ist mein Rechner. Diesmal ganz anders aufgebaut, das Setup. Die Boxen sind so aufgebaut, dass wenn ich den Tisch etwas höher mache, dann bilden die ein perfektes Dreieck mit mir, damit ich optimal abhören kann. Die Bildschirme oben drauf. Hier ist die Kamera, mit der ich meine Videos immer aufnehme und streame. Hier Mikrofon kann ich verstellen, so wie ich lustig bin. Stream Deck, ganz wichtig. Hier ein paar Kartendecks, die immer am Tisch sind, dass ich schnell zugreifen kann. Das hier sind meine Manipulationskarten. Lasst euch nicht täuschen, ich manipuliere nicht mit dem Shadow Deck, sondern hiermit. Genau, richtig schön ekelhaft. Ansonsten kennt ihr eigentlich alles andere. Ich habe ein neues Audio-Interface, aber das ist nicht so sonderlich spannend. Und sonst sehr, sehr, sehr cool. Ich habe jetzt hier wirklich, dadurch, dass es alles in der Ecke platziert ist, kann ich hier wunderbar musizieren, zack, und ich muss nicht irgendwie groß mich umstellen, verschieben, sondern ich kann einfach meinen Drehstuhl drehen, hier zack, Aufnahme starten, bam, 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 und hier Aufnahme beenden. Mega. Sau, sau, sau cool. Also, Dankeschön, Maus, dass du mir hier echt geholfen hast, das ganze Ding hier aufzubauen. Dann kommen wir weiter. Schalldichte Dingsbums, Isolationswände. Das hier ist natürlich das Wunderschönste, was es überhaupt gibt, denn diese Gitarrenwand hat, wer hätte es gedacht, Roxy komplett selbst gebaut, inklusive Headlight und so weiter. Das kann man hier an- und ausmachen. Wunder, wunderschön. Dankeschön, Maus. Genau, meine beiden Gitarren, meine beiden Schätze eigentlich. Greenscreen steht gerade in der Ecke und jetzt kommen wir zu dem, was ihr im Hintergrund immer seht. Gucken wir uns das zum ersten Mal mal im Detail an. Wir haben hier nämlich, warte, ich stelle das eben auf weiß, dann bin ich nämlich ein bisschen neutraler ausgeleuchtet. So, genau. Wir haben hier einmal, wer das liest und nicht abonniert, verliert seine Ehre. Also, jetzt habt ihr es gelesen, jetzt müsst ihr. Hier ist meine Close-Up-Matte. Also, ihr seht schon, hier übe ich ganz gerne, weil ich halt einfach weg bin vom Rechner, weg bin von all dem, dann schiebe ich mir den Stuhl hierher und kann hier in Ruhe üben, wenn ich wirklich mit Karten, mit Münzen oder neue Gimmicks ausprobiere. Das mache ich gerne hier, abgetrennt von dem ganzen Trubel da drüben. Sobald ich da am Tisch sitze, bin ich abgelenkt. Kommentare lesen, Videos schneiden, bla bla. Und hier bin ich wirklich im Fokus. Mein Play-Button für 100.000 Abonnenten, eigentlich mein größter Stolz, was YouTube angeht. Den dürft ihr eigentlich auch kennen. Mr. TrixXL steht da noch mit drauf, so wie sich das gehört. Einfach für die Nostalgie. Hier ist einfach eine kleine Ausstellung der aktuell erhältlichen Decks. Die gibt's alle im Shop. Die Prestige Edition, die Standard Edition und die Joy Edition. Hier, moin liebe Trixer, ganz wichtig. Und diesmal, ich weiß nicht, ob euch das auch gefallen ist, aber diesmal mit
Doppel-X. In der letzten Roomtour war es, glaube ich, noch nur mit einem X. Der Magic Jonas hat mir nämlich letztes Jahr bei der Show, die ich gespielt habe, im Oktober, da hat er mir einfach ein X geschenkt. Weil in einem so ein Ding ist halt nur ein X dabei. Und hat er mir ein zweites X geschenkt, damit ich Moin Liebe Trickster richtig hier hinschreiben kann. Ehrenmann. Dieses Kissen ist Teil meiner aktuellen Merch-Reihe. Die gibt's auf mrtrixxl.com/merch. Hier sind meine Kurzhanteln und ihr seht auch schon, worauf ich stehe. Das ist hier eine Sportmatte. Da kann ich nämlich hier ganz entspannt trainieren, ohne Fitnessstudio. Zwei Kurzhanteln. Hier sind noch meine Resistance-Bänder in verschiedenen Stufen. Seilspringseil, das hängt... Oh. Achso, die Lampe ist das. Ich dachte, ich hätte Pino eingeklemmt in der Tür. Genau, hier sind meine ganzen Bänder und Seile zum Seilspringen. Black Roll auch ganz wichtig. Einfach Faszien ein bisschen lockern und so weiter. Genau, das war erstmal alles, was hier oben drauf zu sehen ist. Dann haben wir hier in den Schubladen alles an Gimmicks, was ich besitze. Die sind nicht so mega krass sortiert. So ein bisschen Ordnung ist, also ich durchschaue das Chaos. Ich weiß, was wo ist. Kannst tatsächlich reinfilmen, wenn du möchtest. Hier ist alles, was mit Magneten zu tun hat. Das seht ihr auch anhand dessen hier nochmal. Zack. Cool, wer hat das gebaut? Aha. Genau, schätzt mal. Hier ist alles, was mit Daumenspitzen zu tun hat. Oha, der Matti verrät auf seinem Kanal, es gibt Daumenspitzen, was? Genau, hier sind Parapads und Svenpads. Hier ist alles an Münzen. Hier sind Münzen, da sind Münzen. Genau, hier ist ein Päckchentrick, also vor allem hier alles an Card Shark und generell Päckchentricks halt und Loops ist hier meine ganze Sammlung. Das hier sind alles komplett noch Gimmicks, die ich auch gebrauche. Hier sind zum Beispiel meine Wallets, die ich benutze. Hier ist eine, darunter die nächste und so weiter. Also ich könnte 5 Videos darüber machen, einfach nur über den Inhalt, der hier ist. Das setzt sich hier natürlich genauso fort. Die ist leider noch nicht sortiert, die Schublade. Da habe ich mir noch nicht so sonderlich viel Mühe gegeben. Die Gummibänder von Joe Rindfleisch sind hier beispielsweise mit dabei. Die sind richtig, richtig cool. Weil die kannst du stretchen bis in die Unendlichkeit, ohne dass die reißen. Das ist mega, weil die halt behandelt sind auf eine spezielle Art und Weise. Diese Dose habt ihr schon im Einsatz gesehen in meinem letzten oder vorletzten YouTube-Short. Genau, also das hier sind vor allem Gimmicks, die ich schon verwendet habe für meine Shorts, aber auch noch vorbereiten möchte für meine Show. Boah, das ist so viel Zeug, wozu es noch alles Reviews geben wird. Und hier ebenfalls, hier ist auch noch vor allem Bühnenzeug. Also hier sind meine Multiplying Wine Bottles. Hier ist das Tuch, das aus der Flasche verschwindet. Das zeige ich mal nicht oder ich zensiere es nachher einfach. Genau, ganz viel Zeugs, vor allem für die Bühne. Und dann gucken wir uns natürlich noch das Regal hier oben an. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also, fangen wir hier einfach mal an. Alles an Somnium Decks. Das ist jetzt hier wirklich nur eine Auswahl sozusagen. Blizzard, Firestorm, die neuen Shadow Reprints sind hier mit dabei, die es in der Collectors Box gibt. Eden Edition, Standard, Joy, Prestige und so weiter. Das befindet sich alles hier. Meine Geburtstagsgeschenke dieses Jahr von Roxy, Laserschwert 1 und Laserschwert 2. Mega cool, danke dafür, Maus. Hier befinden sich alle Kartendecks, die nicht Somnium sind, in den ganzen Brickboxen. Also ja, es sind auch Somnium Brickboxen. Aber das hier sind vor allem alles an Kartendecks, was nicht Somnium ist. Zumindest meine Top-Favoriten-Auswahl davon. Hier sind Bücher und DVDs, ganz wichtig. Hier hinter ist noch mehr Stuff. Also, ich habe es nicht durchgezählt, aber ich würde schätzen, ich habe so 20, 30 Bücher, die sich mit Zauberei beschäftigen. Genau, hier sind noch die Reste der Copac-Decks. Ich habe ja damals 200 Stück bekommen. Das sind jetzt die Reste. Ich würde schätzen, das sind noch so 80 vielleicht. Aber das hier ist auch nur ein Auszug an Favoriten, denn diese Kiste ist brechend voll mit Kartendecks. Diese Kiste, die hier und die hier. Also das hier sind nur Favorites. Ich würde schätzen, alles in allem befinden sich in diesem Regal hier easy 1600 Decks, würde ich schätzen. Vielleicht 1700. Dann gibt es da noch eine Tür. Was sich hinter dieser Tür befindet, werde ich euch natürlich nicht verraten. Aber das hier ist eine Top-Auswahl, sagen wir mal so. Okay, ganz wichtig hier, der kleine 11-jährige Matti, der ist auch immer am Start. Started from the bottom, now we're here sozusagen. Und hier ist halt überall noch Stuff, Büro-Stuff und so weiter. Das ist jetzt nicht sonderlich interessant für euch. Hier sind zum Beispiel meine ganzen Briefumschläge, um Autogrammkarten zu verschicken und Bastelkrams, bliblablub. Wie gesagt, nicht sonderlich spannend. Das da war das Spannendste, weil das mit Magie zu tun hat. Das war mein Büro, wie gesagt. Von hier aus arbeite ich und von hier aus entsteht die ganze Magie. Dankeschön, Maus, für alles, was du hier aufgebaut hast. Dankeschön für deine Hilfe mit an diesem Video. Danke für alles, du bist die Beste. Ich liebe dich. Und liebe Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und schaut euch hier ein Video an, das euer Leben verändert. Vertraut mir, das hier verändert euer Leben. Vertraut mir, wirklich.